Aussichtsreichster zweiter Kandidat für den Aufstiegsplatz ist Preußen Münster, die Überraschungsmannschaft der Aufstiegsrunde. Heute ein Sieg daheim gegen TSV Havelse, na, dann wäre es schon fast geschafft. Und die Zuschauer danken mit regen Besuch. Gegen den Nordmeister heute war das Stadion wieder ausverkauft. 18.000 Zuschauer und unser Reporter Manfred Lappe. Preußen Münster gegen TSV Havelse. Riesenstimmung in Münster bereits vor dem Spiel. Vorbereitungen auf die zweite Liga sind anscheinend getroffen. Helmut Horsch hat eine andere Meinung. Helmut Horsch, südländische Stimmung, Sekt schon kaltgestellt in Münster. Ich bin Realist, wir warten mit dem Sekt so lange, bis wir endgültig aufgestiegen sind. Und dass der Sekt kaltgestellt werden konnte, sollte Uli Geher besorgen, der Lenker und Denker der Münsteraner. Er hatte sich für heute einiges vorgenommen, genauso wie sein Gegenpart Bernd Botnario. Von der spanischen Welle sollten sich aber zunächst die Gäste aus dem Norddeutschen inspirieren lassen. 10 Minuten waren gespielt, Beike flankt herein, Copacciano schraubt sich hoch und Winter hat Mühe, den Ball zu fangen. Die erste Szene für die Havelser, das sollte auch die letzte für die nächsten 35 Minuten sein. Uli Geher hier im Mittelfeld erkämpft sich den Ball, bedient Toni Orkas, der stürmt alleine auf Keeper Weneking zu, aber verzieht knapp am linken Torpfosten. Das war die Signalwirkung, die Münsteraner setzten nach. Hier Gewühl im Mittelfeld. Christoph Stech auf der linken Seite bedient Uli Geher in südländischer Manier, lässt er den aussteigen und lang ins rechte Eck. Das war das 1:0 für die Preußen. Verdiente Führung nach 34 Minuten. Die Stimmung schlug natürlich hoch, war das Tor zur zweiten Liga schon weit aufgestoßen. Christoph Stech bedient Dirk Bremser, der alles überragende Außenverteidiger der Münsteraner, Toni Orkas, und die zweite große Chance für ihn wieder vertan. Letzte Szene in der ersten Halbzeit, die Zuschauer waren zufrieden, aber die erste Chance gehörte in der zweiten Halbzeit den Gästen. Flanke, Gewühl vor dem Tor, Spanow zieht ab und Riesenparade vom Münsteraner Torhüter Winter. Sorgenfalten auf der Stirn von Helmut Horsch, die aber schnell verflogen. Nächste Chance, Orkas legt auf, Uli Geher, klasse, wie er den Ball herunternimmt, aber einmal mehr Beneking. Die einzige Chance in der zweiten Halbzeit resultierte für die Norddeutschen wieder aus einem Freistoß. Beike nimmt Maß und Winter hat Mühe, den Ball gerade noch mit den Fingerspitzen in den Pfosten zu drehen. Aber die Münsteraner forcierten das Tempo. Geher auf den neu eingewechselten Fleige, der sieht den mitgelaufenen Uli Geher. Und die Nummer 4, Christoph Stech, scheitert einmal mehr am überragenden Beneking-Keeper der Gäste. Die letzte Chance der Münsteraner aus einem Abschlag. Fleige auf und davon, alleine auf Keeper Beneking, aber er kann wieder einmal für die Norddeutschen retten. Das war die letzte Szene, Riesenjubel in Münster. Münster damit dem Aufstieg in die zweite Liga einen großen Schritt näher gekommen. Ob es reicht, sagt Ihnen Reinhold Beckmann. Tja, und die Tabelle weist es aus. Münster braucht eigentlich nur noch einen Punkt. Den sollten sie am Mittwoch in Berlin bei den Reinickendorfer Füchsen holen. Die können ohnehin nicht mehr aufsteigen. Oder sonst dann daheim gegen Duisburg. Tja, und ich habe noch eine Meldung aus der...